Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Jagen mit Pratze. Wir sind heute auf Mississippi Acres unterwegs. Und ich will einfach mal die Map mit euch bejagen und einfach mal so ganz frei von der Leber schauen, was hier so passiert. Und kommt mit. Wir gehen jagen. Aktuell haben wir gerade die Trinkzeit für den Graufuchs und ich dachte wir schauen uns hier oben jetzt einfach mal ein paar Seen an und schauen einfach, was wir finden können. Okay, wir haben unsere erste Zone. Level 5 Graufuchs. Oha, hier geht es ja gleich richtig ab. Warnruf vom Alligator aus dieser Richtung. Bei den Graufüchsen ist es so, die weiblichen Füchse können echt ein sehr hohes Level erreichen. Und wenn ich da nicht falsch informiert bin, was ich nicht glaube, sind hier tatsächlich auch Diamantwertungen möglich. Jawohl, sauber gelegt. Da war noch ein Alligator. Krass. Ja, hier. Oh, da hinten auch. Könnten wir jetzt mal Range machen? Ja, 300 Meter. Wir können es versuchen. Dazu würde ich aber ehrlich gesagt gerne das Argus draufpacken. Denn bei den Alligatoren ist es echt nicht so einfach. Da will man den Halswirbel treffen. Ja, ungefähr nicht so. Aber wir haben noch mal reingeschossen. Nee. Ich glaube, da müssen wir jetzt echt ein paar Mal reinhalten. Aber ihr seht es, er droppt nicht. Was soll das? Echt irre. Ich schätze mal, der ist weggekommen. Wir müssen es mal jetzt beobachten, ob wir hier noch Jagddruck bekommen. Aber es ist richtig schlimm mit den Alligatoren. Man muss ganz genau entweder Halswirbel, Gehirn oder Herz treffen und ja, einfach ist es nicht. Ach, da liegt er doch. Wir sind voll drüber gelatscht. Schauen wir mal. Silberwertung. Sehr schöner Treffer. Beide Lungenflügel getroffen. Das macht doch auf jeden Fall Sinn. Okay. So, hier haben wir die nächste. Das nächste Trinkgebiet für Graufüchse. Ganz schön weite Distanz jetzt hier. Ich glaube, ich würde tatsächlich mal einen langen Schuss wagen. Vielleicht erstmal nachladen. Das war jetzt ein Level 4 Männchen. Das heißt, der wird jetzt kleiner sein als der Graufuchs von gerade eben. Und ich glaube, auch hier sollten wir vielleicht mal das Argus draufschrauben. Wir müssen... Oh. Der sieht aber irgendwie cool aus. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen drüber halten jetzt. Wow. Sehr schön. Das hat geklappt. Also das war auf jeden Fall über 200 Meter. Man muss hier echt die ganze Zeit die Augen offen halten, damit einem nichts entgeht. Und irgendwie ist es schon... Aha, seht ihr mal. 270 Meter. Und lasst uns nochmal versuchen. Ja, genau so funktioniert's. So funktioniert das. Okay, es war zwar nur ein weiblicher Alligator, aber immerhin, ja. Okay, und hier haben wir den Alligator. Super getarnt hier im Gras. Ja, war natürlich nichts Besonderes. Weiblich Level 2. Aber um was es geht, ist natürlich dieser Treffer auf dem Halswirbel. Und ja, das war ganz schön knapp. Wir sammeln uns jetzt noch den Fuchs ein und dann schauen wir mal weiter, was wir hier auf dieser Map noch machen können. Okay, hier haben wir jetzt unseren Graufuchs. Wir schauen uns mal an. Zweifarbig. Aha. Ist das irgendwas Seltenes?
Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon so oft gesehen habe. Zweifarbig? Sieht auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool aus. Ich weiß nicht, ist das ein Rare? Hab ehrlich gesagt noch nie davon gehört. Ich werde den jetzt einfach mal sicherheitshalber dann auch mal ausstopfen. Ich meine, warum nicht? Und ja, wenn das jetzt einfach nichts Besonderes war, dann ist es halt einfach so. Aber schöner Treffer. Auch mit Herz sogar, oder? Beide Lungenflügel, Herz und auch noch Schulterblatt. Also nicht schlecht. Kann man auf jeden Fall mal machen. Okay, ich glaube, wir sollten uns jetzt vielleicht mal den hier zur Brust nehmen. Wenn wir hier auf 150 Meter rankommen, wäre das eine optimale Gelegenheit, um diesen Halswirbelschuss nochmal zu machen. Aber ich glaube, wir müssen langsam aufpassen. Ich versuch's einfach mal. Ja, der hat gepasst. Der hat gepasst. Und da ist er auch schon. Das war Level 6. Das könnte ein... Ne, der müsste olivgrün sein. Es gibt ja die dunklen und die olivgrünen. Doch, er ist olivgrün. Und Goldwertung, sauber. Und auch hier können wir jetzt sehen, dass wir hier wieder diesen Halswirbelschuss gemacht haben. War auch wieder knapp. Hier gibt es ziemlich coole Weißwedelzonen. Echt interessant, hey. Also, wenn ich jetzt noch keinen Great One hätte, ich würde mir echt überlegen, ob ich mir hier vielleicht einen Grind aufbaue. Aha, hier haben wir mal wieder einen Alligator. Auf 300 Meter. Ja, lass es uns einfach nochmal probieren. Ich meine, was soll schon passieren, außer dass es wieder nicht klappt. Konzentration. Okay. Nope. Nope. Ja. Das ist halt das, was ich da meine. Ja. Unglaublich. Das ist so frustrierend mit den Alligatoren. Okay, wir haben hier einen Warnruf vom Graufuchs. Ich sehe den aber, glaube ich, noch nicht. Tja, das ist schwierig hier. Der scheint echt nah zu sein. Oder die. Ja, hier. Flüchtig. Das wird nichts mehr. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Oder vielleicht doch. Jawohl, dropped. Also ich muss euch echt sagen, hier die Map, ich kenne die einfach nicht gut. Und ich war jetzt hier unterwegs zu diesem Flussabschnitt, weil, ja, da wollte ich nochmal nach Alligatoren schauen. Jetzt schauen wir uns doch erstmal hier diesen Graufuchs an, den wir hier gestreckt haben. Aber gleichzeitig sollten wir hier nicht zu schnell reinpreschen. Ja, ja, da kommen nämlich dann gleich die Warnrufe der Alligatoren. Und hier hat man eigentlich eine recht gute Sicht, wenn die hier sitzen und ruhen. Sollte man vermeintlich doch ganz gut auch mal diese schwierigen Schüsse anbringen können. Wir schauen uns jetzt erstmal den dritten Graufuchs an. Weiblich Level 3, Bronze, natürlich nichts Besonderes, aber immerhin, wir haben sie down gekriegt, auch wenn wir da alles getroffen haben, bis auf die Organe, auf die es ankommt. Macht jetzt aber erstmal nichts, war ja im Prinzip ein Fangschuss. Wir schauen mal, ob wir jetzt einen Alligator lokalisieren können. Aha, hier haben wir noch den zweiten Graufuchs. Schauen wir doch mal hier. Da. Auf 130 Meter etwa. Jawohl. Getroffen haben wir den. Jetzt mal schauen, ob er überhaupt down geht.
Okay, sehr weit gekommen ist er nicht, unser Graufuchs. Aber das war mit Sicherheit kein, ja, ihr seht's, der wäre Gold gewesen, aber ein Tick zu weit vorne ins Schulterblatt. Schade, das hätte sich echt ausgehen können. Aber nichtsdestotrotz, wir haben ihn. Ja, es ist nicht ohne Grund, dass ich hierher komme. Denn hier in der Gegend irgendwo, ich weiß es nicht mehr ganz genau, wo das hier war, da habe ich einen Clip aus dem Archiv mal wieder für euch. Und ich sage jetzt einfach mal, viel Spaß mit dem Clip. Okay, wir haben hier jetzt auf diesem See einen Level 7er Alligator gefunden. Und man sieht es jetzt schon so ein kleines bisschen. Der ist ziemlich hell. Und war nervös. Ging dann hier an Land. Jetzt habe ich ihn mal ganz gesehen und ich war mir sicher, das muss irgendwas in Richtung Albino oder Schecke sein. Für ein Albino war er ein bisschen zu dunkel. Jetzt ging es natürlich darum, ihr wisst ja, wir haben nur eine Chance mit dem Schuss. Und bei einem nervösen Tier ist es natürlich gar nicht so einfach. Da hat er sich jetzt umgedreht. Und jetzt lag er eigentlich relativ gut da. Ich musste mich nur noch ein bisschen besser positionieren. Sogar zwei Schüsse genommen, weil das Spotting war weg zu dem Moment. Und da kam jetzt der Moment, ich war mir relativ sicher, so schnell wie er down war, dass da alles passt für die Wertung. Und ja, bei einem Level 7er, da hofft man natürlich auf eine Goldwertung. Und es ist ganz klar ein Schecke, das sieht man natürlich jetzt. Ich war richtig froh über diesen Alligator. Das war ziemlich am Anfang nach dem Release von Mississippi Acres. Ja, natürlich ein paar schöne Bilder, ihr kennt mich. Und 433,9 Gold Schecke, zweimal den Halswirbel getroffen, ganz schnell ausgestopft. Und wenn ihr auf die Score schaut, der Score-Guess vorher, den man gesehen hat im Spotting, war ziemlich genau 433 im oberen Bereich. Ja, das war mein gescheckter Alligator. Okay, hier habe ich doch mal wieder einen Alligator ausmachen können. Er ist auf 125 Meter. Jetzt würde ich sagen, wir probieren es einfach mal wieder. 150 Meter, da sollten wir ziemlich mittig reinhalten. Jawohl, hat geklappt. Perfekt. Okay, da haben wir das gute Stück. Das war jetzt irgendwie ganz schön anstrengend, auf die andere Seite zu kommen. Und ja, Level 5 wieder diesen Halswirbelschuss geschafft. Und ja, nichts Besonderes. Okay, Leute, wir sind jetzt entlang der Küste auf dem Weg. Und hier haben wir schon wieder einen Level 5er Alligator. Auf 230 Meter etwa. Wir probieren es einfach. Vielleicht schauen wir mal auf der Karte nochmal genau die Entfernung. 220, das ist natürlich schwierig. Was machen wir jetzt? Wir probieren es einfach mal. Ja, den haben wir. Den haben wir. Jetzt kann ich nur hoffen, dass nur zwei Schüsse drin waren und wir da eventuell was Gutes erwischt haben. Okay, er schippert hier jetzt her. Hier sollten wir ihn erwischen. Jawohl. Und ja, leider haben wir ihn viermal getroffen. Ach, das war alles nicht gut. Ja, hier der Schuss, also der zweite, war viel zu tief. Ja, man muss sich echt merken, dass es hier sich ganz im oberen Drittel abspielt mit der Wirbelsäule. Ah, so knapp wäre es ein Stück weiter rechts gewesen. Aber naja. So,
Jetzt haben wir hier wieder einen Alligator auf 130 Meter. Allerdings ist der Winkel, in dem die hier jetzt sitzt, ziemlich schlecht. Also ich wüsste nicht. Naja, wir können ja mal unseren Trick versuchen. Der 22er hier einfach mal hinschießen. Ja. Oh je. Ich glaube doch. Sie droppt. Jawoll. Yes. Ich sag euch eins. Jeder Alligator, den man down kriegt und den man einfach einsammeln kann, ist schon fast ein Erfolgserlebnis in sich. Da haben wir, deshalb Lungenflügel, Brustwirbel, und das hat gereicht, dass sie schnell genug verendet ist. Brustrückenmark, das war, glaube ich, der Knackpunkt. Okay, jetzt haben wir hier einen Alligator, der hier noch in recht naher Distanz ist. Ich versuche jetzt einfach, die Distanz zu verkürzen. Wenn er hier jetzt Richtung Wasser reinflüchtet. Ja, da vorne haben wir ihn. Und dann schauen wir einfach mal, ob wir mit der Schrotflinte hier was ausrichten können. Oh je. Wir haben aber noch die Chance. So. Ja, Level 7er, aber es hat Spaß gemacht, ja. Unethisch, ohne Ende, aber egal, ja. Ihr seht es jetzt nicht wegen der Kamera oder wegen dem Bild, aber wir haben 7-mal getroffen. Absolut crazy. Der erste Schuss war schon in die Lunge, wir hätten es einfach gut sein lassen können. Dann haben wir nochmal in die Lunge getroffen und ja, irgendwo hin. Aber es wäre definitiv Gold gewesen, ganz klar. Ja, nichtsdestotrotz, noch einer down. Okay, hier haben wir wieder einen Level 7 auf 100 Meter. Wir versuchen es einfach. Ja, der geht down, das muss doch reichen. Komm schon. Bitte. Ja, es hat geklappt. Zum Glück. Aber auch wenn das alles hier unethisch und eher schlecht als recht ist, es macht dennoch Spaß. Und klar, wenn man dann mal ein Trophäentier vor sich hat, dann muss man eben mit besonderer Sorgfalt vorgehen. Und ich kann mir vorstellen, dass hier schon vielen passiert ist, die einfach irgendwie ein richtiges Trophäentier hatten und sich alle Mühe gegeben haben, einen sauberen Schuss zu landen und es dann halt trotzdem nicht funktioniert hat. Das macht es in meinen Augen wirklich zu einer der herausforderndsten Spezies zu bejagen hier in The Hunter Call of the Wild. Alligatoren sind wirklich, wirklich richtig schwer zu jagen. Und an dieser Stelle möchte ich euch gerne noch einen Clip einfügen, denn ich habe noch was Zweites für euch. Ihr seht's im Spotting. Level 9, 471 bis 547, das war ein garantierter Dia. Und schaut euch jetzt mal den Schuss an. Völlig verrückt. Also, das war ziemlich am Anfang. Ich hatte noch nicht so viele Alligatoren bejagt und ich, also aktuell, wie kann man so viel Glück haben? Das war ein richtig schwerer Schuss und ja, man nennt mich nicht umsonst den Golden Boy. Ich habe halt bei solchen Sachen eher mal Glück. 527,2 Dia Alligator, Olivfarben und ja, einfach nur heftig. Zum Glück den Halswirbel getroffen. Ich habe mich riesig gefreut. Schaut mal das Gewicht an. 529,04. Ich denke mal, das ist ein Max-Gewicht. 530 wird da die Maximalzahl sein, die zu erreichen geht. Und ja, gleich mal ausstopfen. Das war mein Dia-Alligator. Okay, und der Level 7er, den wir hier so
unethisch beschossen haben, wieder 5 Treffer drin. Ja, der erste ging in die Lunge, dann der dritte ging Doppellunge. Wäre wieder Gold gewesen. Naja, man kann nicht alles haben. Okay, wir sind jetzt hier auf einem dieser Jagdansitze und wir haben hier ein Florida-Waldkaninchen auf 100, ja, auf ungefähr 100 Metern. Wir haben das Kaliber 22 Gewehr dabei. Das müsste eigentlich sehr gut passen. Haben wir. Was haben wir hier jetzt? Wildschwein. Okay. Wir können ja mal schauen, was wir hier alles so reinbekommen mit Callern. Okay. Es scheint so, als ob unsere Rufe hier ganz gut funktioniert haben. Wir werden hier mal auf Flintenlaufgeschoss umstellen. Gar nicht schlecht. Sowas macht richtig Spaß, finde ich. Was haben wir hier? Einen Keiler. Noch einen Keiler und noch einen Keiler. Die sind alle nicht sehr groß. Und die sind ungefähr auf 50 Meter. Das heißt, wir können hier einfach mal mit Flintenlaufgeschoss ein bisschen Action machen. Habe ich jetzt irgendwie Bock drauf. Jawohl, 2 Keiler haben wir down. Vielleicht können wir hier nochmal einen nachschießen. Ja, Treffer. Und der geht, glaube ich, auch down. Ja, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Ja, das hat auch hervorragend geklappt. Ich finde, so eine Ansitzjagd ist schon nochmal was Spezielles. Da hinten fliehen jetzt noch die weiblichen Stücke. Wenn sich da eine gute Gelegenheit bietet, oder? Auf diesen Keiler. Ja, den haben wir, glaube ich, auch. Hervorragend. Das heißt, wir haben 4 Schweine gestreckt und noch ein Florida-Waldkaninchen. Das ist doch gar nicht mal so verkehrt. Das war hier der erste Keiler, den haben wir direkt gestreckt mit einer Lunge, mit dem Flintenlaufgeschoss. Hat wunderbar funktioniert. Natürlich ist der nicht groß, Level 2, aber ich meine, so eine Ansitzjagd hat irgendwie schon auch was für sich. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Für meine Begriffe ist es noch relativ schwer, hier auf Mississippi Acres die richtigen Jagdstrategien zu finden. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie das so für euch ist, ob ihr auch noch vielleicht Tipps für mich habt, wie ich das besser machen kann. Und ja, insgesamt finde ich die Map ganz cool. Es ist halt nicht einfach und das ist ja nichts Schlechtes, ja. Also wir wollen ja hier nicht einfach nur überall rumrennen und alles niedermetzeln. Das war echt anstrengend. Wir hatten hier richtig viel zu kämpfen auf dieser Map, aber ich werde dranbleiben und euch natürlich auch immer wieder mitnehmen. Ah, das war nicht ethisch. Okay, und hier ist der 4. Keiler. Ich weiß übrigens nicht, warum die hier Wildschwein genannt werden. Eigentlich sind das doch die Razorbacks von Neuseeland. Auch eine Silberwertung. Also die Rotte war jetzt qualitativ nicht unbedingt gut. Aber sei es drum, das Jagderlebnis zählt und das war in meinen Augen echt cool. Hier haben wir jetzt noch unser Florida-Waldkaninchen. Das war auch eine Silberwertung. Level 2, weiblich, brauner Felltyp. Sieht cool aus. Und ja, ich freue mich jetzt mit euch noch in die Lodge zu gehen und die beiden Alligatoren uns anzuschauen. Ist echt lange her. Ja, hat richtig Spaß gemacht, euch das zu zeigen hier in diesem Video. Und ja, wir gehen jetzt in die Lodge. So, hier haben wir jetzt unseren gescheckten Alligator. Bin richtig stolz drauf. Ich zeige es euch auch nochmal mit der Goldwertung. 433,9. Es war einfach auch ein richtig guter Lucky Shot.
was heißt lucky? Es hat halt einfach geklappt. Was soll ich sagen? Und ja, bin richtig stolz drauf. Macht sich richtig gut hier in der Trophäenhütte. Ich muss hier immer ein bisschen aufpassen, euch nicht zu viel zu zeigen, denn ich habe noch einiges im Archiv, das ich euch zeigen möchte. Und ja, hier unser goldgescheckter Alligator. Und hier schön mit direktem Blick auf unseren braven Günnar haben wir den Diamant-Alligator. Das war natürlich auch richtig gut. Das war ein Initial Spawn, also ein aus der Ursprungspopulation stammender Alligator, den ich ziemlich schnell nach Release von Mississippi Acres bekommen habe. Auch da habt ihr den Clip im Video gesehen. Es war einfach cool und ja, der hat hier seinen Ehrenplatz direkt bei Günnar. Richtig cool. Bin froh, dass ich hier schon die Trophäen einigermaßen habe. Aber nichtsdestotrotz, wir werden sicherlich auch nochmal auf die Alligatorenjagd gehen. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und Happy Hunting to you.